Leute, ihr seht richtig, herzlich willkommen zurück zur Let's Play FIFA 23. Heute geht's weiter mit dem Duell bei Real oder gegen Real Madrid natürlich. Der erste trifft auf den zweiten, Bayreuth trifft auf Real. Ja, wie gesagt, wir haben ja das 4-1 in Istanbul gehabt, was ganz, ganz wichtig ist. Heute geht's gegen Real, da rechnet alles mit der Niederlage, aber vielleicht schafft unsere Truppe es ein bisschen zu überraschen. Im letzten Spiel gab es dieses 5:1 in Kiel. So, Teuchert möchte doch. Nizza möchte zu Teuchert, möchte Teuchert haben. Ich möchte aber keine Leihe mit Kaufoption haben. Ich möchte ihn gerne behalten. Nein. Ja, gut. Zweijährig? Gegenangebot, ich möchte gerne ein bisschen mehr haben. Macht da mal 70, 30. Macht da 100%, oder? Ja, dann machen wir es so. Komm. Dann ab nach Nizza fürs Teddy Teuchert. Für mindestens 2 Jahre. Er möchte, soll gehen. Er will gehen. So, überspringen wir die Pressekonferenz und gehen rein ins Match. Das letzte Match meiner Aufnahmesession. Das ist das 6. in Folge. Hoffen wir, wie gesagt, oh, ist das vielleicht. Ja gut, Rutter. Zano. Kamavinga, Pogba haben sie geholt. Marquinhos, Skriniar, Walker, Hinkepi, X Leverkusen, Courtois. Ja. Liest sich schon krass. Aber gut. Wir müssen es halt irgendwie jetzt heute wuppen. Vielleicht ein Punkt oder so. Das wäre natürlich das Idealste. Ein Sieg natürlich wäre super genial, aber es wird nicht passieren. Wahrscheinlich nicht. So, auf geht's. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Optimaler Start von beiden, jeweils ein Erfolg an Spieltag 1. Mal gucken, wer heute dran anknüpfen kann. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Spiel. Ja. So werden die Gastgeber beginnen. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Passt so. Ja, wie gesagt, ist klar. Madrid wird wahrscheinlich eine andere Ausnummer werden. Aber wie gesagt, mal schauen. Vielleicht schaffen wir ja irgendwo eine Überraschung. Wo siehst du heute Ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf, also ich glaube, Sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. So, auf geht's.
Und damit steigen wir ein in die erste Real zu Gast in der Provinz. Gruppenspiel der UEFA Champions League. Schnell der Rück. Jetzt Aubameyang. Ja, genau das, Tchouameni. Mit bisschen Glück, dass er den noch hat. Nun Aubameyang. Oh! Ah, das dachte mir, vielleicht die erste Chance. Nein, 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 noch nichts. Da ist Krinia. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Ah, Tchouameni wieder. Der gut aufpasst da. Kamavinga. Der Spieler dürfte heute wohl Vinicius Junior werden. Seine Stärken hat er natürlich im Abschluss. Vor dem Tor ist er eiskalt. Da nutzt er nahezu jede Chance. Ich glaube, der traf den Vorteil doch ab. Freistoß. Zweimal gegen. Sie können im Duell gegen Neapel. Schimmert. Kein Abseits. Sterner. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Und erste Riesenchance für uns. Und das war Aubameyang trifft nur kein den Tor. Es bleibt erst Pfosten. Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Und Vini. Nicht drin. Noppert. Der Ball kommt rein. Appi. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Schimmert vor. Ich wollte ich für runter, glaube ich. Hast du gesehen? Und ein Schädel verletzt, oder was? Da konnten sie nichts draus machen. Paul Pogba. Tchouameni. Chance für Pogba. Ja, ganz sicher. Das kann die Führung werden. Ja, abseits. Abseits. Schiri. Ist das für mich abseits? Den müsst du doch. Der stand doch gefühlt weiter vorne. Also mein Vinicius Junior. Irgendwo war es ja klar, aber. Da freut er sich. Aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor. Ja, das ist abseits. Das ist komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Immer noch, meiner Meinung nach, abseits. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schalterrock. Ah, das tut weh. Das tut weh jetzt. Also, wenn ich meine, klar, ist irgendwann klar, dass wir den Rückschlag. Ich werde mich jetzt nicht aufregen darüber. Aber meiner Meinung nach war es abseits. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Naja, ist halt so jetzt. Wir liegen zurück mit 0-1 durch Vinicius. Der wahrscheinlich genauso viel wert ist wie unser kompletter Kader. Aber ist halt so. Gute Aktion jetzt. Ist halt real, ne? Und abgefangen Ecke. Vom Verteidiger diese Hereingabe. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Die Ecke kommt. Courtois fischt sich das Ding vor Aubameyang. Scheiße. Novoa, aber läuft sich an Walker fest natürlich. Schlussphase in diesem Spiel, in dem die Gastgeber momentan knapp hinten sind. Ich glaube, da wird es durchaus lauter werden in der Kabine, denn diese Schwächen, die müssen sie dringend abstellen. Ein Tor hinten und die Mannschaft kann mehr. Sie kann deutlich mehr. Sie zeigt es eben heute bisher noch nicht. Sie müssen ihre Stärken auf den Rasen bringen. Ja, was willst du erwarten? Na, sagen wir mal so, wir haben ja eine Riesenchance gehabt durch Aubameyang, der Pfostentreffer. Und liegst halt durch den, meiner Meinung nach, Abseits-Tor mit 0-1 hinten. Weg, die Szene damit also beendet. Die Chance jetzt Rote. Vielleicht zum Konter. Gegen Kyle Walker, dem läuft er erstmal mehr oder weniger komplett weg. Gute Ecke. Szene, aber gibt Abstoß. Abstoß? Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss.
Sag mal, was pfeift sich der Schiedsrichter heute zurecht? Das ist jetzt meiner Meinung nach schon die zweite krasse zweite Fehlentscheidung. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Pause. Der Außenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions. So, gucken wir mal kurz auf die andere Partie. Napoli gegen Fenerbahce 0-0. Fenerbahce in den ersten Punkt. Napoli hat ebenfalls den ersten. Wieder Anpfiff, der Ball rollt wieder. Ist okay. Der Ball ist hier aktuell mit einem Tor vorne. Es ist wirklich ein spannendes Spiel, ein enges Spiel. Hab dich. Kuriba. Ah! Ich wollte gerade rum. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da geht er vorbei. Runter. Albiol, ex-Madrilene. Hab dich. Das war wichtig. Im Studio gibt es Neuigkeiten von einem Elfmeter aus dem Parallelspiel. Es gab einen Elfmeter für die Gastgeber, aber sie haben diese Chance nicht nutzen können. Der Torhüter macht sich da ganz lang und dann kommt er tatsächlich noch an diesen Ball. Tolle Parade. Es steht also weiterhin 1-0. Gespielt sind hier 53 Minuten. Danke vielmals. Okay, danke, dass du mir jetzt gerade sagst, was von wegen. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Vor wegen, wenn du sagst, gerade mehr der, für die Gastgeber. Ja, okay. Also Napoli führt gegen Fenerbahce mit 1-0. Dass die Führung weiterhält, die knappe Führung. Aber wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Aber das ist jetzt die Chance. Forsten, reinschauen. Schömert. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Ja, war vielleicht ein bisschen zu knapp, aber Eckloff. Erstmal gegen Marquinhos. Er verhindert die Flanke. Und jetzt gibt es hier den Freistoß gegen Real. Warum lässt du den nicht laufen? Ball kommt rein. Oh, Tor. Was für ein Kopfball. Gehalten, Tor verdient. Sorry, es war keine Absicht. Wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Du hältst mit, bisher zumindest. Jetzt sagen wir mal so, wir haben Chancen. Vinicius Junior. Das ist Marquinhos. Ja, schön. Gutes Tackling. Katze. Viel mit Auge. Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen Moment zu früh. Und die Konsequenz heißen Abseits. Durchaus eine riskante Spielweise, dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Aber wenn es klappt. Ja. Warte mal, ich muss wieder meine Katze rauslassen. Und Abflug. So. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Warum? Ja, ich muss mir Coco bringen jetzt mal. Das ist jetzt. Warum auch immer der jetzt gerade so rumhampelt. Okay, dann halt nicht. Wieso, lieber Controller, lässt du mich jetzt gerade mal, fuckst mich jetzt gerade ein bisschen ab? Du willst aber mir Hirn rausnehmen, oder was? Lass mich doch mal. Ja, dann halt nicht, dann wechsle ich halt nicht. Dann fuckst du jetzt. Dann ist die Chance da. So, ich würde jetzt gerne tatsächlich den Wechsel ziehen. Mal irgendwie. Oder hat mein Controller gerade einen weggekriegt. Ne, okay, jetzt ist alles wieder gut. So. Mokoko mal reinhauen. Ich weiß jetzt nicht, was ich. Wäre eine Idee, vielleicht. Ja, ich probiere es jetzt mal so. Ach, weiß ich nicht. Ich weiß, der Schiedsrichter da so sagt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Folgen Kamavinga.
von Moriba. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Er gibt dem Elfer. Ah, das ist richtig. Das ist eine richtige Entscheidung. Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar unnötig, bittere, unnötige Aktion. Der Elfer passt. Da ist dieses Elfmeter-Tor nochmal. Das war eben. Torwart ahnt das alles voraus, aber es ist zu viel Druck hinter. Kann er nicht halten. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schalterung vielleicht mal irgendwie jetzt irgendwas Schnelles mal doch. Gute Aktion vom Torhüter. Ecke. Gut war hart gehalten. Diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Die bekommen den Ball nicht raus. Dazwischen. Malen, Lozano. Irving Lozano. Freistoß für Real. Warum für Real Freistoß? Ey, wie verpfeifst du dir da? Jede klare Situation gegen sie. Wir haben normal Ball abgelaufen. Abseits-Tor, gut, der Elfmeter war berechtigt, Freistoß ja. War eine dämliche Aktion. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Aber du fällst ja mal, mir fällst du vorhin den Angriff da weg? Pogba. Das war eng, aber er hat ihn. Also weiß ich nicht, was denn der da jetzt in wieder der Partie noch. Von Fenerbahce ist ein Tor gefallen, ich gebe ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Fenerbahce. Ezequiel Avia heißt der Torschütze. Klasse, wie er sich da im Dribbling durchsetzte, wie er sie alle hat stehen lassen. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 86 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Nachspielzeit hier 2 Minuten. Gibt Einwurf. Wechsel bei Real. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Ah, das ist schon ein kleiner Rückschlag jetzt. Erst der Sieg, jetzt die Niederlage. Wohin geht der Weg in diesem Wettbewerb? Lässt sich jetzt überhaupt nicht sagen. Konstanz ist nicht da. Hier kannst du nur bestehen, wenn du eben genau diese Konstanz hast. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Nicht über die Niederlage an sich, das war irgendwo mit eingeplant. Aber über manches, über die... Manche Schiedsrichterentscheidung bin ich wieder ein bisschen angepisst, weil das erste Tor meiner Meinung nach war ein klares Abseits. Warum auch immer, der steht halt Kilometer weit weg. Ja, so gut, den Elfmeter brauchen wir gar nicht überreden, aber dann, wie gesagt, der Freistoß, da läuft der Richtung links und kriegt dann den Abpfiff. Ja, es sind halt mehrere Situationen und jetzt, wie gesagt, auch eine Situation, wo es für mich meiner Meinung nach klare Ecke geben muss, ist halt pfeift der, ja, gib mal Abstoß. Also, gut, vielleicht nehme ich mir jetzt, ich will mir jetzt das Tor von Vinicius nochmal angucken. So, also bis vor der, warte mal. Ich muss nochmal kurz zurück, also das, weiß ich nicht, ob der irgendwie... Weil hier kommt der Pass. So. Und ich müsste mal gerade ganz kurz. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube, wenn er recht, wenn er es tatsächlich so siehst, ist es kein Abseits. Ich glaube, der Sterner steht frei vor, steht doch näher dran. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist es tatsächlich doch kein Abseits. Für mich war es im ersten Blick Abseits. Wenn ich jetzt drauf gucke, ist es keins. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte mir echt, der pfeift den echt den letzten Laufen. Okay, na gut, egal. Ist halt passiert, das war wie gesagt irgendwo mit eingeplant. Ich war mit den einen oder anderen Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden. Aber wenn ich ehrlich bin, die beiden Tore waren richtige Entscheidung.
jetzt zumindest im Nachhinein war es eine richtige Entscheidung. Da muss ich mich entschuldigen. Das war halt für mich im ersten Blick anders gesehen. Ich bin aber kein Schiedsrichter. Ich habe es nur in der Realen gesehen. Ich hätte gern, wie gesagt, die Zeitlupe dazu gehabt. Die habe ich mir jetzt einfach mal nochmal nachhinein angeguckt. Es ist passiert. Nun ja. Alles ist gut. Es ist meiner Meinung nach nichts passiert. Nächster Gegner ist Bayer Leverkusen. Ich gucke jetzt gerade mal kurz auf die Champions League, auf das Ergebnis. Auf die Tabelle. Real, klar, vorneweg. Wir sind Zweiter, weil die beiden unentschieden gespielt haben da hinten. Wir haben das nächste Duell jetzt, glaube ich, ein Doppelduell. Haben wir jetzt gegen Napoli, ne? Wir haben jetzt Napoli heim und Napoli auswärts. Genau. Und dann Fenerbahce heim. Okay. Gut, wir müssen da. Ja, nee, dann passt es soweit. Dann hätten wir, wie gesagt, jetzt müssen wir gucken, dass wir zumindest mal irgendwie zwischen so vier Pünktchen holen. Vielleicht oder zwei Punkte zumindest holen. Jetzt war unnötig. Wir dürfen nicht verlieren gegen Napoli. Dann könnte man sogar die Chance haben, als Zweiter und Gruppenzweiter noch weiterzukommen. Real wird oben, wie gesagt, das Ding nach Hause fahren. Wir spielen noch in Madrid. Das wird nochmal eine ganz andere Nummer werden. Wir haben unser Duell verloren jetzt gegen eben jenes Real. War irgendwo mit eingerichtet. Aber wie gesagt, wir haben jetzt zweimal Napoli, dann haben wir Fenerbahce zu Hause und dann haben wir Real auswärts zum Abschluss. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir dann vor dem Realspiel noch mal ein bisschen was haben. Gut, aber jetzt erstmal, das ist ganz, ganz viele Zukunft. Jetzt geht es weiter erstmal gegen Bayer Leverkusen, gegen den Tabellensechsten als Tabellenvierter. Wir sind jetzt Vierter momentan. Wir haben das letzte Spiel gegen die Bayern nur unentschieden gespielt. Haben den Bayern ein Pünktchen abgenommen. Wir müssen halt gewinnen, um wieder ranzukommen. Jetzt in Leverkusen und dann in Leipzig. Okay, das sind jetzt zwei ganz, ganz wichtige Duelle als nächstes. Gewinnen wir gegen Leverkusen, haben wir ein bisschen Luft nach hinten. Gewinnen wir dann gegen Leipzig, gegen die wir ja letzte Saison beide Duelle gewonnen haben. 2-0 und 6-0 auswärts. Dann wäre es wieder ein bisschen möglich. Aber wir sehen uns dann wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play FIFA 23. Mit dem nächsten Duell, und das heißt gegen Bayer Leverkusen.